26. Juli. Wir haben uns in einem Bauernhaus vor Marigny versteckt. Ich schließe meine Augen und denke an Hazel. Aber am Ende habe ich wieder diesen Traum. Rat, er sieht ihn! Albtraum, hm? Immer wieder. Werd ihn nicht los. Schon besser. Ruh du dich aus. Nein. Ich beweise Pearson meinen Wert. Er ist mir scheißegal. Du musst gar nichts beweisen. Ja, aber ich hab die Schnauze voll. Zu Hause regeln wir die Dinge anders. Von Mann zu Mann. Nur so verdient man sich Respekt. Ich verstehe das. Glaub mir. Ein Mann muss für sich selber kämpfen. Nur Respekt nützt gar nichts, wenn man dafür drauf geht. Du passt ja schließlich auf mich auf. Übrigens, passt der heilige Michael auf uns auf. Also gibt's keinen Grund zur Sorge. Ich wusste gar nicht, dass ihr an sowas glaubt. Ich nehme jede Hilfe, die ich kriege. Erzählst du jetzt von deinem Traum, oder was? Wölfe rissen unser Vieh. Mein großer Bruder und ich jagten sie und wurden dann angegriffen. Brad, er schießt ihn! Ich versuch's! Schneller! Alles okay? Es tut mir leid, Paul. Hör mir zu, Kleiner. Es ist ganz natürlich, Angst zu haben. Wir müssen nach Hause, kleiner Bruder. Von diesem Tag an wollte ich Paul niemals wieder enttäuschen. Aber jetzt muss ich nicht nur ihm gerecht werden, sondern auch Pearson. Entdeckung! Na los! Turner wird den Manövertrupp auf den Platz führen. Unser Job! Unterstützungsfeuer von der Kirche aus! Noch Fragen? Gut! Ich hab ne Frage! Jetzt nicht, Stiles! Es schwingt ein goldener Stern! Los jetzt! Ich glaube, er mag mich! Scheiße! Ich brauche Feuerschutz auf der linken Seite! Alle anderen flankieren rechts! Das ja. Aussichern! Damit! Hallo zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Call of Duty World War 2. Wir sind hier wieder mitten in der Action und haben jetzt einen neuen dabei, der uns Mörserfeuer gibt. Und dann legen wir mal los, ne? Was? Okay. Dann lassen wir die ganze Mist. Nate. Alter. Deckungsfeuer von links! Hier rein! Bin hinter! Wagen nähern sich.
Sniper wäre auch mal nice. War schon ein gutes Gewehr. Volltreffer! Er bricht aus der Deckung! Hörst du das? Halt den Deckung! Da draußen sind Verletzte! Ziehen Sie sie in Deckung! Daniels, zieh sie da raus! Ich nehme Deckung! Bitte hilf mir! Halte durch, Kumpel! Die ganze Straße! Wir brauchen Rauch da draußen! Links! Ach, komm schon! Sniper im Haus. Sandkasten. Oh Mann, ey, was ist hier los? Was? Wie kannst du die Granate überleben, Alter? Ja, ich guck mir, ob das Ort irgendwie voll blutet ist, oder war das mal rot, ey? Gut, Daniels, Sie nehmen die Tür! Ich könnte mein Munde brauchen. Kirchentür, bei mir! Wo sind Sie hin? Sie müssen geflohen sein, als Sie uns gehört haben. Die Deutschen haben Vorräte zurückgelassen. Aufstocken, bevor wir zum Turm gehen. Sass! Wieso gehen Juden nicht in die Kirche? Wir haben Synagogen. Scheiße! MG im ersten Stock! In Deckung! Runter! Runter! Herbein! Erster Stock! Ausschalten! Schmeiße eine Granate! Auf den Boden! Und bleib unflankiert! Brauch einen Verbandkampf! Nicht.
Bestimmt auf der Rückseite. Bewege mich zur Tür! Leute, schießen unsere Jäger ab! Sergeant, Aiello, raus auf die Kanonen! Ja, Sergeant! Daniel, Stiles, mitkommen! Wir geben vom Turm aus Deckungsfeuer! Bin froh, dass du da oben aufpasst! Kein Druck! Keine Sorge, ich gebe dir Deckung! Hoffentlich! Alle Mann die Treppe rauf! Bewegung! Die Treppen rauf! Ja, ja, schon mal. Sind heute noch, Daniels! Los, zur Leiter! Was hier zum Sammeln? Weg von dem Fenster! Wollen Sie unsere Position verraten? Schilder mal. Die hat hoffentlich keine Höhenangst. Würde das was ändern? Nein! Na los, auf da! Gucken, ob da oben ein Sniper wer liegt. Auf das will achten! Bereit halten! Nein, kommt wie gerufen. Unterstützungsfeuer, damit sie diese Flachs aushalten können. Deutscher, bremst den Auto. Hab ihn! Erwischt! Nur noch zwei! Er bewegt sich noch! Immer noch Feinde neben dem brennenden Auto! Feinde, erster Stock! Erledigt! Nur noch zwei! Sie haben sie festgenagelt! Auf die Fenster achten! Atme! Sie haben ihn! Oh, komm! Da drüben hin feuern! Er ist verwundet! Deutsche, linke Flanke! Reißt noch eine Flak aus dem Hof! Unbemannt! Im Auge behalten! Flammenwerfer! Ich sehe ihn! Kümmern Sie sich um den Rest! Feuer! Sie haben Sassmann eingekesselt! Gesichert! Ja, geschafft! Wir haben sie festgenagelt! Halbfeldfahrzeuge fahren auf den Platz! Sie nageln unsere Jungs fest! Auf ihre Geschütze feuern! Auf Sassmann bleiben! Sauber! Den Flachs näher! Deutsche auf den Dächern! Wir können ihnen die Dächer nicht überlassen! Die letzte! So geht das! Daniels, Deutsche am Ende der Straße! Der steht nicht mehr auf! Macht er ihn jetzt? Wir werden von hinten beschossen. Halt, Fahrzeug hinter ihnen. Sie werden uns schnell. Was verdammt war das? Muss Turner sein. Weiter so. Gib die Deckung, damit sie Sachsen helfen können. Upsi. Ups, 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 ups. Entschuldigung. Nein! Achtung! Aus dem Weg da!
Schneller! Ding Dong, Zimmer. Na? Oh nein. Komm schon! Bewegung! Oh Scheiße! Na los, bring ihn! Habe ich vielleicht Flügel, Private? Nein, Sergeant. Ich bin ja auch nicht Ihr verdammter Schutzengel. Ach, Scheiße. Ich habe da drin zwei Männer verloren. Wir müssen uns jetzt zusammenreißen und diese Kanonen zerstören. Na los. Ich kann Jasmine nicht sehen. Verdammt. Vor dem Einsturz waren Sie noch zusammen. Das Beste, was wir jetzt tun können, ist diese Position zu halten. Ich hab noch mehr Granaten, falls nötig. Position halten! Na los, Sie brauchen Deckungsfeuer! Gott, ey. Ach, mit dir. Ich dachte, du hast Granaten für mich, Alter. Das ist keine Granaten für mich, ey. Werfe Rauch! Alles erledigt. Gute Arbeit, Männer. Sie haben alles gegeben. Diese Mistkerle ziehen sich zurück. Das war verdammt gute Arbeit. Die Männer haben sich gut geschlagen, Sarge. Vielleicht haben sie sich in ihnen geirrt. Das war keine Glanzleistung, Männer. Ich war viel zu nachsichtig. Mal sehen, woraus sie wirklich gemacht sind. Wenn wir Mittlers Kopf auf dem Silbertablett bringen, meckert er noch, dass es nicht poliert ist. Wenn wir weiter so kämpfen wie heute, ist der Krieg schon bald vorbei. Deswegen müssen wir sofort aufs Ganze gehen. Okay, bin dabei.
Wir haben Marigny erobert. Die Deutschen ziehen sich so schnell zurück, wie wir vorstoßen. Dafür stehen wir jetzt mehr denn je in Pearsons Fadenkreuz. Wir müssen es ihm wohl einfach beweisen. Ja, Guti, das war's jetzt hier zum dritten Part, würde ich erstmal sagen. Rasante Action. Wie eine Sniper-Action hier aus dem Glockenturm halt. Das war schon ziemlich krass. Vor allem jetzt auch ein bisschen, wo wir da aus dem Turm flüchten müssen. Der ganze, da war von denen ja nicht mehr übrig. Korb weggesprengt, du glaubst, der Arm, Bein war weg, Alter. Oh, das ist schon ziemlich hart, Alter. Ach, schade, dass wir den, der runtergefallen ist, nicht helfen konnten, aber okay. Den Platz gut verteidigt dann halt. Und so ist man das noch am Leben. Und ja, würde ich sagen, war es das für diese Folge. Und wir sehen uns in der nächsten Folge.